Dieser wilde Schwan ahnt nicht, dass jemand auf ihn zielt. Zum Glück nur mit der Kamera. In diesem gut getarnten Zelt liegt Mateusz Piesiak. Er ist erst 16 Jahre alt, doch seine atemberaubenden Tierfotos haben schon jetzt international für Furore gesorgt. Ich warte jetzt auf Kraniche. Das sind sehr clevere Vögel. Damit sie nah herankommen, müssen wir sehr, sehr gut getarnt sein. Wenn wir nachts kommen, denken die Vögel, dass niemand hier drin ist. Und dann verhalten sie sich natürlich. Hunderte Stunden verbringt Mateusz auf diese Art pro Jahr und trotzt dabei auch dem klirrend kalten Winter in Polen. Doch die harte Arbeit zahlt sich aus. Im vergangenen Jahr wurden die britische BBC und das Naturhistorische Museum in London auf sein Talent aufmerksam und zeichneten ihn aus als besten Nachwuchs-Naturfotografen. Dieses Foto habe ich an einem Strand in New York gemacht. Das sind Austernfischer. Der linke hat etwas zu fressen gefunden und der rechte wollte es stehlen. Doch die perfekte Aufnahme erfordert vor allem eins: Geduld. Bis zu 1000 Fotos knipst Mateusz, wenn er auf der Pirsch ist. Unterstützt wird er von seinem größten Fan, seiner Mutter. Wir kutschieren ihn nachts oder sehr früh am Morgen überall hin. Oder wir helfen ihm, das Fleisch zu besorgen, mit dem er die Raubvögel anlockt. Das sind manchmal 20 oder 30 Kilo pro Woche. Seine Adleraugen haben Mateusz in seiner Heimatstadt Breslau schon zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Und so wird das 16-jährige Naturtalent zur Abwechslung einmal selbst zum begehrten Fotomotiv. We'll be right back.